Mit Joy Pamela Rendi-Wagner, wie die neue Gesundheitsministerin eigentlich heißt, übernimmt eine anerkannte Expertin das Gesundheits- und Frauenressort. Die 46-jährige bisherige Sektionschefin im Gesundheitsministerium und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit ist so wie ihre verstorbene Vorgängerin Sabine Oberhauser Ärztin. Und sie genießt einen ausgezeichneten Ruf als Wissenschaftlerin. Die Medizinerin kann eine beachtliche Karriere vorweisen. 1996 promoviert sie an der Medizinischen Universität in Wien. Im Anschluss zieht es Rendi-Wagner nach London, wo sie ihre Facharztausbildung absolviert. 2 Jahre später kehrt sie als Assistentin an die Medizinische Universität nach Wien zurück. Sie ist Expertin für Impfprävention, Reisemedizin und Infektionsepidemiologie und arbeitet seit über 10 Jahren wissenschaftlich am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. Bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten gelingen ihr einige Coups. Denn von Rendi-Wagner gewonnene Forschungsergebnisse zur Zeckenschutzimpfung veranlassen sogar die österreichische Gesundheitspolitik zu einer Änderung der empfohlenen Impfintervalle von 3 auf 5 Jahre. Einige Jahre verbringt sie in Tel Aviv, wo sie als Gastprofessorin an der Universität lehrt. Ihr Ehemann Michael ist zu diesem Zeitpunkt Botschafter in Israel. 2011 holt der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger die Top-Medizinerin in sein Ressort und macht sie zur Leiterin der Sektion 3 im Gesundheitsministerium. Von da an managt die 46-Jährige die gesamte Themenbreite der öffentlichen Gesundheit. In dieser Funktion fällt sie auch bald als Krisenmanagerin der breiten Öffentlichkeit auf. Egal, ob es um den Atomunfall in Fukushima oder vermehrt auftretende Virusinfektionen geht. Eloquent und fachlich sehr versiert, beruhigt sie in Fernsehauftritten die Bevölkerung. Pamela Rendi-Wagner ist mit dem ehemaligen österreichischen Botschafter in Israel Michael Rendi verheiratet. Die beiden haben 2 Töchter.